Herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von Coral Island. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück bei einer weiteren Folge Nummer 17 vom Frühling. 17 natürlich Jahr 1. Und ja, mit mir, Christian Asia 3000 auf YouTube und natürlich auf Twitch, was momentan aktiv ist hier. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Let's go. Denn wir haben noch einiges vor. Denn unser Plan ist, das Haus zu erweitern. Dafür brauchen wir halt Bronzeerz und so weiter und so fort. Viel zu viel, was wir einfach nicht haben. Und das ist das Traurige in dem ganzen Spiel. Ja. So, liefere eine Pfingstrose an Ben. Ja, das können wir auf jeden Fall noch machen. Dafür haben wir auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit, um das zu bewerkstelligen. So, als erstes gehen wir erstmal hier rein. Die Hühner. Eier. Eier sammeln, streicheln. Oh, ist das schon weiterentwickelt hier? Zitrine ist schon auf einem anderen Level. Okay. Ein Tag alt. So, gut. Wir haben alle gestreichelt. Das Wetter sieht heute eigentlich auch ganz gut aus. Ein bisschen windig, aber wir können ja mal klingeln, dass sie raus dürfen natürlich. Wir sind ja nicht solche Unmenschen, was das angeht. So. Dreimal Mayo erstellen. Dann das hier einsammeln. Und dann ernten. Die Rüben. Da drüben sind die ganzen Kartoffeln. So. Das Feld lassen wir auch gleich leer. Denn wir dürfen auch nichts Neues anbauen. Denn weil wir brauchen hier, wir müssen ja noch planen für die Zukunft, wie wir das mit den Sachen machen. Müssen wir auf jeden Fall mal checken. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch haufenweise Silber Sachen sozusagen. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas ernten können. Nope. Okay, da würde ich sagen, dann gießen wir erstmal den ganzen. Ist das hier auch zum Gießen? Genau. So, da tun wir hier außen rum gießen. Dass die Kartoffeln dann auf jeden Fall bald dann auch zum Ernten bereit sind. Dass wir dann auf jeden Fall einen guten Start haben. Denn wir brauchen halt noch 5000 Bronzeerz en masse. Hört sich schlimm an, ist aber leider so. Und mit der Energie haben wir auf jeden Fall noch einiges dann am Start. So, sieht er. Wir haben abgeerntet und ja, wir müssen dann auf jeden Fall mal planen, denn ich will mal kurz mal ausrechnen. 1, 2, 3, okay, 1. Dann 1, 2, 3, das zweite. 1, 2, 3, das dritte. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da wird eins doppelt hier begossen, wenn das in der Mitte gemacht, in der Mitte platziert wird, sage ich mal so. Hm. Nicht so prickelnd, aber naja, was soll man machen? So, also, wir haben hier wieder zwei Bronze, wir haben vier und dann brauchen wir nur noch sechs Stück. Das ist schon mal sehr gut. Nur noch sechs Teile und dann haben wir das auch für die Zeit. Gut, okay, also. Der Tag wird heute nicht so viel besonders sein. Wir könnten auf jeden Fall zu dem mal hingehen. Momentan geschlossen. Wir warten mal bis um 9 Uhr. In der Zeit können wir ja mal gucken, ob wir ein bisschen Energie mitnehmen. Für dann das gewisse... für den gewissen Bergbau, dass wir dann genug haben, um alles abzuernten. Holz sollten wir eigentlich auch genug haben, glaube ich. Wenn, dann sollte das auf jeden Fall ausreichen. 97. Ja, wir können kein Holz abbauen. Wir haben die Axt halt jetzt gerade momentan nicht am Start, weil ja die gerade auf Level 2 gearbeitet wird. Das dauert noch so ein bisschen. Guten Morgen. Mini, ach du meine Güte, manchmal lese ich zu lange. Das ist mir ganz schwindelig, wenn ich aufstehe. Das ist mir ganz wichtig. Okay. Weißt du, was ich meine?
Schon gut, dass meine Mitbewohnerin Ärztin ist. Ja. Blumenstrauß. Ich habe diese Woche schon zwei Geschenke vorbeigebracht. Ich will nicht lästig sein. Okay. Dann reden wir. Ich meine, sieh dir bloß diese Stadt an. Wir haben hier eine Taverne. Der Strand ist in diese Richtung. Und dann gibt es auch noch eine wunderbare bestückte Bibliothek. Bibliothek? Wo? Ich habe noch keine gesehen. Sorry, Eva, aber da liegst du wohl ein bisschen falsch. Aber gut, da will ich jetzt nicht meckern. So. Wir laufen mal noch hoch. 8:20 Uhr. Ich glaube, da zum Schmied können wir auch noch nicht rein. Ist auch noch verschlossen. Genau, öffnet erst um 9 Uhr. Deswegen laufen wir mal kurz ein bisschen rum. Wir haben ja noch so ein komisches Teil, was wir aufknacken können. Deswegen tun wir hier mal ein bisschen durchschnuppern. Guten Morgen, Raphael. Ich bin eigentlich wegen ein paar Tacos hier. Ich habe keine rechte Lust, irgendwas zu kochen. Faule Sau. Ich würde ja auch gern kochen, aber geht ja nicht. Meine Eltern haben mir nie erklärt, warum sie mich Suki genannt haben. Und meine Schwester Alice. Ich ändere meine Trainingsroutine gerne jede Woche, damit mir nicht langweilig wird. Na dann, lass dich nicht aufhalten. So, hier nochmal ein bisschen Müll. Kompost habe ich jetzt auch noch keine Verwendung dafür. Das nehmen wir mit. Können wir immer gut gebrauchen. Gucken wir mal, was es hier hinten noch gibt. Nochmal ein bisschen Müll. Eine Fliege im Mülleimer. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zum Schmied zurück. Sollte zeitlich passen. 9 Uhr. Perfekt. Und da ist noch eine Pflanze, die nehmen wir auch mit. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Da ist auch noch ein Mülleimer. Schrott. Der ist leer. So. Es sollte ja eigentlich zu Hause sein. Perfekt. Und dann gehen wir dann auch gleich zum anderen Laden. Hui. So. Erhaltene Werkzeuge, neue. Oh, wir haben die Bronzeaxt erhalten. Sehr schön. Müssen wir uns selber abholen. Das ist ja schon mal toll. So. Pinker Kristall. Oha. Interessant. So. Erhalt. So. Ah, falsche Taste. So. Du mal hier hinsetzen und das hier hin. So. Okay. Pinker Kristall können wir wahrscheinlich wieder abgeben für das Museum. Aber wir haben jetzt eine Axt. Bronze-Axt, das ist schon mal sehr schön. Und mal gucken, ob wir damit vielleicht den Baumstumpf abholzen können. Wäre ja nicht verkehrt. Wir müssen halt immer gucken, dass wir den ganzen Tag immer schön so ein bisschen auseinander planen. Spenden, war klar. Bitteschön. So. Und ein weiterer Podest freigeschaltet. Ja, so klein mal ein bisschen nebenbei. Meine Freundin spielt natürlich auch Coral Island und sie würde sich bestimmt auch ganz freuen, wenn ihr mal bei ihr vorbeischauen würdet. Denn sie hat auf jeden Fall auch schon einiges am Start und schon gemacht. Okay, man kann es zerlegen. Okay, sehr schön. Hehehe. Haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. So. Gut, erstmal Kompost weg, Rose weg. Fliege gespendet haben wir schon. Das können wir reinschmeißen. Schrott können wir reinschmeißen. Das da. Die Fliege verkaufen wir, auch wenn die nur ein bisschen was rausgibt. Aber naja, besser als nichts. So. Dann noch drei Holz. Haben wir 100. Haben wir auch alles voll. Perfekt. Alles klar. Sofern ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, nö. Können wir einfach direkt durchstarten. Mit der nächsten Finanzierung kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das müssen wir ganz kurz gucken. Wo ist der Laden? Hier oben. Also nach rechts.
immer schön dashen, dass wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Denn Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Er hat schon wieder geschlossen, okay. Heute geschlossen, der hat jeden Tag geschlossen momentan in letzter Zeit. Was ist denn das denn für ein Laden, ey? Der hat auch keinen Bock, irgendwas zu verdienen anscheinend. Rein gar nichts. Okay, gut, dann gehen wir. Wir müssen leider runter, weil wir unser Haus erweitern wollen. Deswegen müssen wir dann halt leider auch, wohl oder übel, nochmal Bronze sammeln, dass wir dann auf jeden Fall weiter runterkommen, weil sonst kommen wir nicht voran. Hört sich doof an, ist aber leider zu. Und ich möchte gerne das Haus erweitern, um weitere Sachen freizuschalten. Und da haben wir schon mal drei. Sieht ja, geht auch super. Töten, zerlegen, erschlagen. So, gut. Haben wir das schon mal? Also wenn man halt so überlegt, man, ich hätte jetzt eigentlich im Endeffekt schon, wenn ich jetzt die Axt nicht erweitert hätte, dass die Bronze, oder ich krieg halt ganz schön viel, ey, was ist denn heute los hier? Gut, den Weg finden. Wie heißt es bei Mandalorian? Das ist der Weg. Nee. Blöd. Muss halt gucken, erstmal nur die kleinen machen. Die verbrauchen nicht so viel. Ich hoffe, dass wir den Weg bald finden, dass wir vorankommen. Ja. Ich weiß halt nie, wo der Weg ist. Also, es ist hart, aber ja. Irgendwo ist der Weg. Für die nächste Etage. Nein, das war falsch. Da ist er. Gut, Ebene 6. Weiter geht's. So. Okay. Aha. Gucken wir, ob wir irgendwas finden hier, außer abgesehen von Gegnern. So. Gut, hier ist kein Erz. Schade. So. Gut, dann muss ich halt weitermachen. Und zu hoffen, dass man auf ganz schnell. Aha, okay. Den Weg finden. Sehr schön. So, nächste Ebene. Erstmal alle Gegner plätten. Das ist gang und gäbe. Weil da müssen wir auch noch was aufleveln. Dann kriegen wir auch eine neue Stufe. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, was haben wir hier? Nichts. So. So. Sehr schön, aber hier ist auch wieder kein Erz. Ach, Leute. Das Problem ist, das Feld ist jetzt schon wieder größer. Und der Weg könnte überall sein. Aber wir haben ja genug Energie dabei, also das sollte nicht das Problem sein. Vielleicht schaffen wir es ja heute, Stufe 10 zu kommen. Dass man ein bisschen was vorantreiben. Ja. Och, wenn du einmal daneben drückst und du willst nach oben klicken, dann mag er nicht. Das interessiert ihn nicht. Okay. Hat er nicht mal reagiert. Oder hat er nicht mal einfach ins Leere geschlagen. Gut, danke schön. Ach. Bin zu eilig, merke ich gerade. Gut, da ist auch nichts. Da auch nicht. Oh, eine Geode haben wir gefunden. Sehr schön. Auch nichts. Da. Puh, ein Glück. Ich dachte schon, ich muss jetzt noch alle da rechts rüber auch noch gehen. Das wäre Katastrophe. Das wäre Katastrophe, Freunde. So. Alles klar. Nochmal Schleim. Yay. Muss ich erstmal einen Weg frei machen. Zu den nächsten Gegner. Da drüben sind auch wieder Erz. Sehr schön. Bronze halt. Ne? Zum auch gleich zerlegen.
Zweimal, sehr schön. Einmal. Und nochmal zweimal. Yay. Noch ein Gegner. 14 haben wir schon. Das würde schon ausreichen fast. Oder? Oder brauchen wir mehr? Ich glaube, ich brauche mehr. Gut, bevor wir hier was essen, die guten Sachen, tun wir erstmal die alten, also die Sachen essen, die wir nicht benötigen. Also die nicht so wirklich ja, Verbrauchsgüter sind oder die mal herstellen müssen. Es ist windig heute. Der Wind. So. Gut, wir haben auf jeden Fall das. So. Gut, jetzt müssen wir den Weg nach unten finden. Für die nächste Ebene. Wir sind bei 8, müssen auf 9. Ha, sehr schön. Daumen nach oben geben. Nicht vergessen. So. Oh, 4 Stück gleich hier an einer Reihe. Ja, komm her. Die dürfen überall durchlaufen, die Schweine. Aber wenn wir jetzt zur nächsten Ebene kommen, das wäre richtig dufte. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Gegner hier finden. Da unten ist einer. So. Monster-Essenz. Prima. Gucken wir erstmal kurz hier oben. Nee, das scheint auch nichts zu sein. Okay, der Raum ist nicht so groß, aber ja. Man weiß ja nie. So. Das haben wir auch. So, jetzt müssen wir den Weg zu Ebene 10 finden. Das wird jetzt ein bisschen heikel. Könnte überall sein. Und hier gibt es halt ganz viele kleine Steine. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Kann man hier vielleicht rein? Nee. Nehmen wir das da. Bam. So, Leute. Jetzt ist halt die große Aktion. Finde den Weg. Ha! Perfekt. Ich hab heute habe ich Glück. Heute habe ich echt Glück. Heute ist mein Glückstag. Stufe 10. Yay. Wo geht's da hin? Hineinspringen. Aha. Oh, eine Kiste. Habe ich hier überhaupt Platz? Ja, ich habe noch Platz. Und was kriege ich raus? Ein Temporing. Wow. Werkzeugbeschleuniger um 30%. Aber sowas von. Das ist doch mal geil. Das hat sich ja schon gelohnt. Das hat sich doch schon gelohnt, hierher zu gehen. So, da würde ich sagen, wir gehen mal nächste Ebene. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Und was jetzt für Gegner auf uns zukommen. Okay, da muss ich was zerschlagen, sonst komme ich nicht durch. Oh, da sieht ja schon ein Gegner. Eine neue Art. Der Monster. Aber besetze ich hier nichts, was von Eisen angeht? Oder ist das ein Bossgegner? Das sollte ich wahrscheinlich doch erstmal was essen, bevor ich da reingehe. Oh, ein Gelber. Nee, das sind keine Bossgegner. Okay. Nö, der hat keinen Bock, mit mir zu reden. Gut. So, der ist down. So. Nochmal ein bisschen Schleim. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, Schleim können wir nicht herstellen, glaube ich. Oder? Doch? Ah, das ist ja, ich würde das hier machen, genau. Verzweifelte Erkunder verwenden. Probieren wir es einfach mal, ne? Also mehr können wir nicht machen. So, mal gucken, was es bringt. 60 sogar. Boah. Das war nicht schlecht, okay. Aber ich glaube, wir müssen das erstmal killen. Den Totenkopf. Okay, Hammer.
Ich dachte, wär ein bisschen schlimmer, aber. Drei Stück. Eins. Bam. Ja, mal gucken, wann wir die nächste Waffe freischalten. Monster, nee, Erzessenz. Aha. Aber das war's halt vom Eisen halt auch wieder hier, ne? Viel gibt's da nicht. So. Cool. Hat was fallen gelassen. Verfluchtes Fragment. Was ist das denn? Ein Monster als Beute sieht verflucht aus. Nee, können wir nicht verwenden. Okay. So, wir haben 142. Wir haben 16 Uhr. Ich würde einfach glatt sagen, wir gehen wieder raus, weil wir haben jetzt auf jeden Fall schon genug Eisen, also Bronze. Ich glaube, wir werden noch mehr finden oder mehr benötigen, aber da können wir wenigstens noch mal was anderes machen. Weil das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis ich hier einen neuen Weg gefunden habe und auf Weg, also auf Ebene 15 wird dann ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Das wäre dann, da müssten wir wahrscheinlich mal unsere Axt und alles aufwerten. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Ebene 10 freigeschaltet und da kommen wir auf jeden Fall ganz gut voran. Bis fürs nächste Mal. Also, gehen wir erstmal raus. So. Das ist richtig cool. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft für andere schöne Sachen. So. Gehen wir erstmal zurück. Und da haben wir echt nicht viel verbraucht bis jetzt. Ja, so schleichen ist noch nicht so am Start. Definitiv nicht. So, tun wir das. Dafür brauchen wir halt auch Kohle. Nehmen wir auch gleich mal die Kohle in die Hand. So. Das weg. Das hier hin. Ah, ich habe keine Kohle mehr. Ich habe keine Kohle. Was ist hier los? Grüße, Naomi. Hallo, Jungspund. Mir ist aufgefallen, dass der Aufzug für den Erdschacht jetzt bis Level 10 fährt. Ich weiß, das ist dein Werk. Da du dich würdig erwiesen hast, besiege 30 Monster und komme in unseren Gildenraum vorbei, wenn du fertig bist. Das ist deine Aufnahmeprüfung. Ah, PS, er ist in meinem Haus. Okay. Neue Aufgabe, aber wir haben kein Zeug mehr. Verdammt. Wir könnten noch zweimal zwei Kohle bräuchte ich. Gucken wir mal ganz schnell auf die Karte. Ist der noch offen? Bis 18 Uhr. Ob wir das schaffen, dann müssen wir jetzt uns ganz schnell beeilen. Zum Schmied, dass wir da nochmal zwei Kohle kaufen können. Bewegung, 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 Bewegung. Ja, das schaffen wir doch locker. Easy. Und plötzlich gucke ich an. Pff. 18 Uhr, weg. Cool. Jetzt zack, es ist keiner hier. Okay, der zeigt es nicht an. Okay, dann machen wir erstmal das da. Was kriegen wir raus? Schwarzes Opal. Oha. Okay. Einkaufen. Kohle 60. Naja. Naja, jetzt brauchen wir noch 900. Dann sollten wir das eigentlich alles genug haben. So, da können wir mal gucken, ob wir das Opal auch noch spenden können. Genau, können wir spenden. Let's go. Schwarzes Opal. So, bald haben wir die Reihe hier auch voll halt, ne? So. Noch zwei Stück. Dann haben wir hier alle hin platziert. Nice. Very nice.
Es wird schon wieder langsam dunkel, windig. Ich hoffe, es morgen regnet. Wäre auch schön, aber naja. Lass uns mal uns überraschen. So, okay. Fünf werden jetzt hergestellt. Fünf Stück. Wir haben vier. Wir brauchen im Endeffekt noch ein Kohle und ein Ding, dann hätten wir dann 10. Wir verkaufen das Ding einfach mal. Kompost 3. Blumen 75. Dann müssen wir wohl oder übel noch mal schnell in die Mine, um zu hoffen, dass wir vielleicht noch mal was rauskriegen. Wir brauchen im Endeffekt nur, ja, ein Minimum ein. Gut, Leute, dann machen wir das mal auf die Schnelle. Dass wir das heute auf jeden Fall noch fertig machen, dass wir dann morgen schon in der nächsten Folge ein Haus kaufen können. Oder erweitern können. Und das ist ja mein Ziel erstmal. Und dann können wir dann einige Sachen freischalten, hoffe ich. Ich habe jetzt auch keine Infos darüber, aber es muss ja irgendwie eine Erweiterung geben dann, dass man kochen kann oder sowas. Dass man die ganzen Sachen, die wir haben, insgesamt, dann auch mal weiterverwenden können. Dass wir vielleicht dann auch ein bisschen mehr rauskriegen. So, wir gehen auf Stufe 1 und gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Bronze finden. Wir müssen aber erstmal in die nächste Etage gehen. Steine, 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 überall Steine. Perfekt. So, Monster, da haben wir schon, was wir brauchen und mehr brauchen wir im Endeffekt nicht. Aufnahmeprüfung, töte. Töte. So. Fell. Und Erz. So, perfekt. Wir haben, was wir wollen. Was wir brauchen für ein Barren noch. Deswegen gehen wir kurz raus. Und in der 10. Ebene waren mehrere Gegner. Wenn ich da immer runtergehe und dann immer die Gegner klatsche, sollte das ja passen eigentlich. So wie ich denke. Da kriegen wir das auf jeden Fall auch ganz schnell zusammen. Es sind ja gar keine Gegner mehr da, oder was? Weil ich schon alle getötet habe. Vielleicht kommt die erst am nächsten Tag. Wieder. Okay. Gut, dann ja. Keine Gegner mehr da. Alle tot. Nichts mehr los hier. Vielleicht kriegt man ja hier doch den Gang. Das wäre lustig. Kohle bräuchte man halt auch noch einmal. Frage, wo kriege ich Kohle her? Man denkt hier irgendwie aus schwarzen Steinen. Auch nicht. Oh, wir haben einmal Kohle bekommen. Okay. So, wir haben bald keine Energie mehr. Haben wir denn noch was zu essen oder so? Abgesehen von denen, was ich jetzt nicht unbedingt verwenden will, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Vielleicht finden wir ja noch Kohle. Oh, hey, nächster Raum. Schauen wir mal, was für Gegner hier unten haben. Wenn ich hier durchkomme. Eigentlich das Angreifen momentan nichts kostet. Boah, da gibt es voll viel Erz, Leute. Da gibt es Erz. Zwei Gegner, egal. Besser als nicht. Und ein bisschen Schleim. Okay, der nächste Raum ist nicht so groß. Das nehmen wir alles mit.
Aber wir müssen jetzt dann wahrscheinlich doch mal einmal das hier verwenden, dass wir das wenigstens abbauen können. Dann kann ich dann auch bald die nächste Waffe oder den nächsten Gegenstand aufwerten. So, wir haben 49. Wir können ja mal gucken. Oh, was ist das da hinten? Sieht auch sehr interessant aus. Holz. Naja, besser als nichts. Nicht daneben schlagen, bitte nicht. Tut das nicht. Nochmal ein bisschen Holz, ist immer schön. Ich werde langsam müde. Okay, das war's dann wohl. Ja, dann gehen wir zurück. Du und das Kompass. Ich weiß nicht, wie wir das Kompass brauchen. Ich weiß es nicht. Was eigentlich schön wäre, wenn man sagen könnte, ob so vielleicht mal die Seile immer in die nächste Etage. Das Seil haben wir ja auch noch nicht gekauft oder hergestellt. Was bringt die Seile nochmal? Wir müssen nochmal gucken. Seil. Kann zum Hinabsteigen in eine Mine verwendet werden. Ah, okay. Wir haben sie einmal hergestellt. Dafür ist es auch so teuer. Das verstehe ich. Also man kann mit den Dingern gleich direkt in die nächste Etage gehen. Aber wir brauchen halt 200 Steine dafür. Ja, wenn man den ganzen Tag an Looten tut, dann geht das auch, ne? Also. So, dann machen wir das hier. Nein, das bleibt hier. Das bleibt hier. So. So. Okay. Also, wir haben jetzt 8. Zwei werden noch hergestellt. Perfekt. Und dann können wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal auf jeden Fall das Haus kaufen. Wir haben unser Ziel erreicht. Das Geld kriegen wir auch noch rein. Hoffe ich. Was krieg, wenn ich das Seil verkaufe? Wir verkaufen es einmal. 200 Scheine kriegen wir locker wieder rein. Oder wissen wir wenigstens, was wir rauskriegen. Und das ist ja das Sinn der Sache. Das würde ich ja auch gern verkaufen, aber. Ah. Ja, die Dinger kriegen wir immer wieder. So. Gut, okay. Oh, ist auch fertig. Sehr schön. Können wir auch gleich verwenden. Zum Verkauf. Hei ja, Leute, hei ja. Da wird der nächste Tag ja richtig knallhart. Mit vier Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall erreichen können. Wir tun jetzt mal uns Energie verballern. Bis zum geht nicht mehr. Eins, zwei, okay. So. Gut, mehr will ich jetzt auch nicht machen. Sonst wird es dann zu risk und ich will nicht in den Ohnmacht fallen. Da würde ich sagen, dann gehen wir schlafen. Das andere wird noch gebraut. Macht die Nacht drüber. Und dann können wir am nächsten Tag schon ja, das Haus kaufen. Leute, Haus! Okay, würde ich sagen, dann sage ich jetzt einfach, ich gehe jetzt schlafen und mehr können wir nicht mehr machen. Let's go. Und jetzt schauen wir mal, was wir am Donnerstag jetzt erreicht haben. Landwirtschaft, Einmachglas, Hydro, Marke Shift, Boden fließen. Aber maximale Ausdauer. Das ist schon mal toll. Nice, was kriegt man noch? Kampf. Wir haben den Lockvogel freigeschaltet, einen Fähigkeitspunkt und drei maximal Ausdauer plus. Yay! Und wir haben 1500, das hat auch eigentlich wohl gut gelangt. Perfekt. Steckrüben verkauft, wieder sehr schön. Tierzucht, Mayonnaise 300, weil ihr das immer einmal braucht. Fliege 10, lol. Geode 35, nein. Hier kriegen wir 200, also für 200 Steine kriegen wir für 200. Da kann ich auch 200 Steine verkaufen. Aber ich glaube, wenn ich Steine verkaufe, kriege ich, glaube ich, mehr raus. Wenn ich sie so verkaufe.
Wer weiß das schon, ne? Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann beenden wir hier mit Tag 17. Und ja, in den nächsten Tag, ab Tag 18, geht es auf jeden Fall weiter. Und dann werden wir uns das Haus kaufen. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, sollte kein Tag sein, der irgendwas beinhaltet. Hoffen wir mal nicht. Aber mit dem Geld, was wir haben, mit den Ressourcen, was wir haben, können wir uns auf jeden Fall das Haus kaufen. Eine Hauserweiterung. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussieht. Und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris Angel 3000. Wiederschauen und reingehauen. Tschüss.